Ich denke, dass man schon sehr einfach was machen könnte. Weil diese ganze Thematik mit Asylbewerbern und Flüchtlingen rein auf das Thema Alkohol zu reduzieren, finde ich erschreckend und unheimlich traurig. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn nur ein Drittel der Leute, die hier in diesem Saal sitzen, mal auf die Leute dort zugehen würden, mit ihnen sprechen, mal fragen, was die für Probleme haben und so weiter. Bitte, Moment, ich spaß auch nicht. Das kann man sehr leicht überbrücken. Ich kann aber weder Persisch noch Swahili noch sonst irgendetwas. Und das geht wunderbar. Es geht mit Englisch, manchmal mit Französisch und so weiter. Bitte lassen Sie mich ausreden. Wir sind hier in einer Demokratie. Ich habe bei den anderen Leuten auch nicht dazwischen gequatscht. Ja? Ich finde das sehr traurig. Geht's doch einfach mal hin auf die Leute, red's mit denen, schaut's mal, was die für Probleme haben. Ich bin dort in dem, ich habe zusammen mit einem Freund ein Projekt, oder der hat das Projekt gemacht, ich habe dabei geholfen. Wir sind sehr oft da drin auseinandergegangen. Die Leute sind freundlich. Meine Frau war dabei, sie ist nie angepöbelt worden. Die Frau meines Freundes war dabei, nie angepöbelt worden, irgendwas, war nie irgendwas. Geht's doch bitte auf die Leute zu, red's mit denen, schaut's mal, was die für Nöte haben. Da brauchen die wahrscheinlich auch gar keinen Alkohol mehr. Versetzt euch in die Situation, wenn ihr so etwas in so eine Situation kennt, wie ihr handelt würdet. Meine Familien sind vertrieben worden aus dem Sowjetland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Lass uns nicht bitte ausreden. Ja? Die haben Arbeit bekommen damals. Heute kriegen die Leute keine Arbeit. Und wenn die Geld bekommen, dann wird ja gemault. Und was sollen sie denn machen, wenn keiner mit ihnen spricht, wenn sie Deutsch nicht lernen können, weil sie nicht anwenden können und so weiter. Also geht's dorthin, sprecht mit den Leuten. Das ist mein Appell an euch hier drinnen. Aber das Statement aber von der anderen Seite gehört, freut mich. Bitte. Guten Tag, mein Name ist